Trashfilmmacher muss einfach der geilste Job auf diesem Planeten sein. Wo sonst kann man sich Sachen ausdenken wie eine generell nackte Hexe, aus deren Körpermitte eine männerfressende Schlange kommt, die ihre Rache gerne 100 Jahre später in Form eines Terminator-Rip-Offs vollführt und die zum Schluss als Zombie wiederkommt, der Laser aus den Augen schießt und am besten dann dafür auch noch bezahlt werden. Heute zeige ich euch Lady Terminator oder auch bekannt als Nasty Hunter, weil das erste Adjektiv, was einem einfällt zu Arnold Schwarzenegger aus The Terminator, ist nasty. Und die Tagline von dem Film, first she mates, then she terminates. Best Tagline ever. Lady Terminator beginnt mit dem Produktionslogo und drunter steht dann Proudly Presents, wenn das nicht ein kleines bisschen übereifrig ist. Aber der Film beginnt mit einer Sexszene, die dann so gut ausgeht wie in dem Film Teeth. Aber nachdem der Kerl seine Hose noch anhat, finde ich das ganze Unterfangen generell ein bisschen schwer vorzustellen, aber auch wieder egal, weil es kommt dann schon der nächste Kerl angeliefert und der holt aus ihrer Körpermitte eine Schlange raus. Er sorgt dann dafür, dass diese Schlange hart wird, keine Doppeldeutigkeit hier irgendwo versteckt, und formt damit einen Dolch, den er ihr bedrohlich zeigt, und sie will ihren Coitus Castratus wieder zurückhaben. Er weigert sich, deswegen will sie in 100 Jahren Rache an seiner Urgroßenkelin nehmen. Warum nicht an ihm? Er tut etwas, was dir nicht gefällt. Übrigens, apropos, wieso hält er den Dolch nicht in der Hand und tötet sie nicht irgendwie damit, keine Ahnung. Wieso rächst du dich nicht an denjenigen, der dir was getan hat? Weil ganz ehrlich, ich werde in 100 Jahren mich an deiner Urgroßenkelin rächen. Oh nein, nicht meine Urgroßenkelin. Jemanden, den ich nie im Leben kennenlernen werde. Ich werde jetzt ein langes, glückliches, erfülltes Leben führen und dann irgendwann einmal in 100 Jahren wird irgendjemand, von dem ich nicht einmal weiß, dass er existiert, ob er existiert, möglicherweise von irgendeiner bösen Hexe getötet. Nein! Ja, und vor allem, würde sie ihn jetzt töten, würde das nicht auch irgendwie die Urgroßenkelin automatisch mittöten, in dem Sinne, dass sie einfach nie existieren wird, keine Ahnung. Und ich meine, ganz ehrlich, das Schlimmste, was diesem Kerl in dem Film passiert, ist, dass er gerade mit irgendeiner schlangenbesetzten Hexenkönigin mit wuchernden Unterarmdschungel zu tun hatte. Und gut, dass diese Begegnung im Endeffekt vielleicht einige Sitzungen beim Psychiater kosten wird. Aber nicht nur für ihn, sondern auch für mich, weil bei mir haben sich die WTF-Falten auf der Stirn schon seit einiger Zeit eingebrannt. Und wir lernen dann in der Credit-Sequenz, wo übrigens nur echte Namen sicher stehen und keine Pseudonyme, dass der Film auf der Legende der Südseekönigin basiert und nicht in etwa auf James Camerons Terminator. Nein! Auf jeden Fall, was ich wiederum recht witzig finde, ist, nach dieser Credit-Sequenz wird die Musik ganz plötzlich urfröhlich. Scheinbar können es die Macher des Films wirklich nicht erwarten, uns ihr Meisterwerk endlich vorsetzen zu können. Eine Studentin geht in eine Bibliothek, will dort ein Buch über diese Südseekönigin und dieses Schloss am Grund des Meeres. Und der Bibliothekar ergänzt noch, dass es auch einen Dolch mit magischen Fähigkeiten gibt, der
erwähnt aber nicht, wo dieser Dolch herkommt. Die Frau meint dann drauf, ich bin Anthropologe, ist aber ein etwas so glaubwürdig wie Tia Career in Relic Hunter. Und der Kerl will ja aber langsam wirklich ausreden und dieses Buch ist gefährlich und mit dieser Südseekönigin sollte man sich auf keinen Fall anlegen. Wenn das wirklich alles stimmt, dass das alles so gefährlich für sie ist, wieso hat er ihr das Buch dann gegeben? Es kann ja nicht sein zu sagen, hier, das ist das Buch, aber du solltest dich idealerweise nicht damit beschäftigen. Lies es am besten gar nicht. Gib's mir ungelesen in 2 bis 3 Wochen wieder zurück, weil das ist urgefährlich. Das solltest du dir gar nicht anschauen. Wieso hat der Kerl das dann in der Universitätsbibliothek stehen? Und sie meint dann drauf, ja, sie muss ja ihre Dissertation schreiben, weil sie sonst keinen Doktortitel bekommt. Wow. Ganz alleine ist sie auf diesem Schluss draufgekommen. Ganz ehrlich, so intelligent, wie sie in der Szene wirkt, wundert mich ganz ehrlich, dass sie einen Hauptschulabschluss hat, geschweige denn einen Doktortitel. Aber gut, sie möchte sich jetzt dieses versunkene Schloss irgendwie näher anschauen. Der Kerl, mit dessen Boot sie fährt, will sie aber nicht ganz zu der Insel bringen, wo ich mich frage, bespricht man das nicht irgendwie, bevor man auf das Boot geht und losfährt? Weil er meint dann irgendwie, naja, das kann ich nicht machen, Lady. Woraufhin sie wieder meint, ich bin keine Lady, ich bin Anthropologin. Ja, ich glaube dir definitiv nicht, dass du überhaupt weißt, was dieses Wort bedeutet. Aber egal, der Kerl übrigens auf dem Schiff hat einen Matrosen namens Popeye und meint, dass dort genau, wo sie jetzt sind, Schluss von ihrer Reise ist, dass er nicht mehr weiterfährt. Mitten im Wasser, auf jeden Fall sehr sinnvoll. Sie kann ihn dann doch noch dazu überreden, dass er sie dorthin bringt, wo sie hin will. Geht auf Tauchgang, man merkt, dass sie definitiv auch weiß, wie so eine Taucherausrüstung funktioniert. Und während einer verschollenen Titeleinblendung aus der Weiße Hai 5 begleiten wir sie durchs Wasser, währenddessen er auf dem Boot diese Schlange der Südseekönigin sieht, die sich letztendlich dann aber nur als Seil herausstellt. Und dann liefert uns Lady Terminator ein geniales Premake von Der Sturm. Weil es tut sich irgendeine Welle auf. Erste Aufnahme, Großaufnahme von Wasser, das sich so ein bisschen aufbäumt. Dann Aufnahme von dem Typen, der nass gespritzt wird, als würde man ihm einfach einen, was weiß ich, Kübel Wasser ins Gesicht leeren. Und dann Schnitt, irgendein Spielzeugboot wird, was weiß ich, von Wasser geflutet und währenddessen sagt er noch, nachdem das Schiff untergegangen ist, was habe ich nur getan? Das ist eine gute Frage, weil vor allem, was hast du getan, dass du unter Wasser noch sprechen kannst? Weil diesen Trick hätte ich auch ganz gerne. Sie ist übrigens in der Zwischenzeit an ein Bett gefesselt worden, die Schlange wird an sie übergeben, wer sich gerne vorstellen möchte, wie das ausschaut. Und obwohl sie vorher in der Szene auf dem Bett noch einen Bikini anhatte, muss sie dann, damit der Film langsam aber sicher nach 18 Minuten irgendetwas mit Terminator zu tun hat, nackt aus dem Wasser kommen, inklusive irgendwelchen Punks auf der Straße, in der Totale, wo sie dann auf die Punks zugeht, meinen die, hey, da kommt eine nackte Frau. Nope, wenn wer ganz genau hinschaut, merkt, dass dem alles andere als genauso ist. Und anders als in Terminator mit Arnold Schwarzenegger bekommt jetzt der erste Punk nicht ihre Faust durch den Körper, sondern bekommt es wahrscheinlich mit der Schlange zu tun. Aber nachdem sein Tod offscreen passiert und er nicht einmal schreien oder stöhnen oder sonst irgendwas darf, kann man vielleicht nur vermuten, dass sie ihn zu Tode gelangweilt hat. Sie auf jeden Fall kommt in der nächsten Szene dann schon zu dem anderen Typen, wo man übrigens wieder ihr weißes Unterhöschen sieht, was nicht so ganz passt zu dem Nichts von der vorigen Szene und dem schwarzen Bikini von der vorvorigen Szene. Continuity, was ist das? Auf jeden Fall bei dem zweiten Kerl sieht man dann ein bisschen mehr von der Entmannung, wobei Sehen wirklich maßlos übertrieben ist. Er darf sogar leise und dezente Schreie von sich geben, aber irgendwie, wenn man bedenkt, was gerade mit ihm passiert, beziehungsweise was ihm gerade abgenommen wird, ist seine Reaktion dann doch noch irgendwie als sehr dezent und irgendwie unpassend, unbeeindruckt zu bezeichnen. Im Hotel, wo sich unsere Lady Terminator dann einmietet, sehen wir einen Sicherheitsbeamten. Das ist so ein armer Kerl auf einem kleinen Schreibtisch mit so einem riesigen Schild, wo drauf steht Hotel Security. Und sie ist im Hotelzimmer. Einzige Fähigkeit, die sie hat, ist offensichtlich eine Bar zu verwüsten, da einmal den Strom flackern zu lassen, dann ein paar Schnapsflaschen zum Zerplatzen zu bringen. Nein, wie soll man Lady Terminator jetzt noch durchhalten? Und
Dann kommt irgendwie dieser Security-Typ zum Nachschauen, aber weil aus dem Zimmer nämlich intelligenterweise noch Rauch und Licht nach draußen auf den Gang trifft, ganz unauffällig, und sie zerrt ihn dann in den Raum. In der Polizeistation erfahren wir dann irgendwann einmal, sagt ein Polizist, wir haben einen dreifachen Mord. Wo sind die Leichen? Im Leichenschauhaus. Mit der Logik kann ich nicht zu streiten beginnen. Oder auch, was sehr cool ist, zum nächsten Polizisten sagen dann, wir haben mehr Leichen gesehen, als du Hotdogs gegessen hast. Was, wenn der Typ Vegetarier ist? Außerdem muss ich zugeben, als du Hotdogs gegessen hast, ich glaube, dass Lady Terminator nicht der ideale Film für Würstchen ist. Aber egal. In der nächsten Szene wird dann unsere Sängerin Erica, der Hauptcharakter des Films, quasi die Sarah Connor des Lady Terminator-Universums, vorgestellt, die übrigens auch vorher schon bei dieser Barzerstörung im Fernsehen zu sehen war. Und wir fragen uns, ist das jetzt die Urgroßenkelin? Und selbst wenn man sich Stammbäume so normal anschaut, die gehen ja relativ weit auseinander. Und ich glaube, dass ein Typ mehr als eine Urgroßenkelin hat, da ist es doch irgendwie ein großes Glück für diese Südseekönigin, dass sie nur eine hat, an der sie sich rächen muss, weil sonst hätte sie viel zu tun, so wie Arnie in Terminator, der doch sich durch einige Sarah Connors mähen muss, bevor er bei der richtigen landet. Diese Terminatorin erschießt Leute am Klo, einer will sie die Halskette abreißen und in der Nahaufnahme sieht man so herrlich deutlich, dass sie zuerst Schwierigkeiten hat, diese Kette zu zerreißen und erst beim zweiten Mal anreißen, das Teil wirklich zerbricht. Die Darstellerin, die da am Boden liegt, wird nette blaue Flecke gehabt haben. Und auch damit sie diese Kette dann in der Hand so zerbröseln kann, braucht sie einen Zwischenschnitt. Schwächste Terminatorin ever. Aber mein Gott, ganz ehrlich, es könnte noch schlimmer sein. Sie könnte Christina Loken sein. Aber damit wir nicht glauben, damit wir langsam wirklich glauben, dass diejenige, die immer als Sängerin Erica benannt wird in dem Film, auch wirklich eine Sängerin namens Erica ist, bekommen wir eine 3,5 Minuten lange Gesangsnummer von ihr in irgendeinem Club. Sie kommt aus dem Nichts, führt ins Nichts, danke. Bei einem 77 Minuten langen Film ist so eine 3,5 Minuten lange Auszeit auch wirklich ganz, ganz dringend notwendig. Aber gut, wir wissen natürlich, wohin die Szene letztendlich führt, nachdem sie in einem Club auftritt und wir auf jeden Fall irgendwo eine Schießerei in den Club einbauen müssen. Am Ende der Gesangsnummer taucht dann die Lady Terminator in diesem Club auf. Und ganz ehrlich, bei James Camerons Terminator haben wir uns auch nicht die halbe Disco-Playlist anhören können. Also das hätte man irgendwie schneller machen können. Ist ja egal. Sie erschießt einige, wird dann am Ende der Szene sogar von einigen Schüssen zurückgeworfen, fällt durch eine Glasscheibe wie im Original, landet in nahezu derselben Aufnahme am Boden. Und unser Kyle Reese Verschnitt, der teilweise ein bisschen rüberkommt wie so eine Bubi-Version von David Hasselhoff, sagt auch noch den glorreichen Abschleppersatz, komm mit mir, wenn du leben willst. Aber irgendwie ist die Szene auf jeden Fall sehr interessant, weil die Lady Terminator auf jeden Fall irgendwie noch kaltblütiger und düsterer als Arnie vorgeht. Und apropos düster, teilweise hat man das Gefühl, man hat bei der Produktion des Films zumindest ein bisschen auch an der Stromrechnung gespart, weil jetzt so wahnsinnig viel zu erkennen ist, die ganze Zeit dann auch nicht wirklich. Die Autoverfolgungsjagd nach der Disco-Szene geht auch eher in Richtung Schmalspur, aber ist für das Budget des Films, muss ich zugeben, jetzt auch einmal gar nicht so schlecht gemacht, dauert dafür auch gleich 4 Minuten. Unser Retter Reese ist diesmal nicht aus der Zukunft geschickt worden, sondern aus Amerika. Und Polizist, er bringt Erica auf diese Polizeistation, die wirklich toll ausschaut, so ein Mittelding aus Ärztewartezimmer und leerem Lagerhaus. Und jetzt erfahren wir, dass Erica tatsächlich diese Urgroßstrumpftante ist, weil ihr Urgroßvater war 100. Ehemann von dieser Südseekönigin, hat ihr die Lebenskraft genommen mit dieser Killerschlange, keine Ahnung, sie hat die Rache geschworen, und ein alter Mann, der ja jetzt eben diese ganze Geschichte umhängt und auch in diese Polizeistation gekommen ist, weil der scheinbar riechen konnte, wo Erica ist und wenn, dann nicht früher zu ihr gekommen ist, egal. Auf jeden Fall überreicht er ihr diesen Dolch, die einzige Möglichkeit, die Südseekönigin zu vernichten. Was ich auch wieder cool finde, ist, dass diese Südseekönigin in diesen letzten 100 Jahren nie versucht hat, diesen Dolch ansatzweise an sich zu reißen, zu bekommen, zu zerstören, weil es ist ja wieder die einzige Möglichkeit, dass sie vernichtet wird, und doofe Bösewichte lassen das ja dann noch immer.
in der Hand der Guten. Es kommt natürlich genauso, wie es auch im Arnie-Film kommen muss. Unsere Terminatorin fährt mit dem Auto in die Polizeistation hinein, drückt irgendeinen Polizisten an die Wand, fragt den dann aber erst nachher nach Erica, da war Arnie cleverer, der hat das vorher gemacht, wo er noch am Leben war. Trotzdem lässt sie sich's nicht nehmen, ihm nachher die Brust mit Blei voll zu pumpen, wie am Ende von Resident Evil 4 das auch Wesker erfahren musste. Und danach, nachdem sie ihm das ganze Magazin in die Brust geballert hat, was sie möglicherweise in der Szene noch brauchen würde können, aber egal, gibt sie ihm noch einen Tritt. Einen leichten Tritt zwischen die Beine, der wahnsinnig sinnvoll ist in dem Film. Der ganze Polizeistation-Shootout ist übrigens generell deutlich blutiger und brutaler als bei James Cameron. Aber auf jeden Fall sehenswert, vor allem die Tatsache, dass die Südseekönigin Terminatorin auf jeden Fall sehr, sehr gerne in die männliche Körpermitte zielt. Warum auch immer. Scheinbar, wenn sie das schon nicht mit der Schlange zerstören kann, dann zumindest mit irgendwelchen blauen Bohnen. Keine Ahnung, der alte Kerl, der sich übrigens als irgendeine Art Medium oder sonst irgendwas herausstellt, stellt den Terminator, die schießt auf ihn, trifft aber nicht. Gut, könnte auch dran liegen, dass sie mit dem Gewehr ungefähr, wenn er da steht, dorthin zielt, aber das sag nur ich. Er pustet ihr irgendeine radioaktive Lichtkugel ins Auge und obwohl sie im Endeffekt nur einen klitzekleinen Kratzer hat, macht sie das scheinbar sehr grantig. Sie schießt auf ihn, ballert auch ein komplettes Magazin in seine... Frage ist natürlich, wieso er daran sofort verstirbt, aber schmerzhaft ist es auf jeden Fall. Diese ganze Polizeistationsszene dauert übrigens 6,5 Minuten, ist damit sogar wahrscheinlich nicht nur brutaler und blutiger als in James Camerons Terminator, sondern sogar auch noch länger. Die erste romantische Annäherung zwischen Carl Reese und zwischen Erica und dem Polizisten ist recht witzig, wenn man das Ganze vergleicht mit dem Original, weil da hat sich der Film eine Menge von der quasi Bild-Symbolik von dem James Cameron Original genommen. Beispielsweise die Sexszene, wo man in erster Linie ihre Hände sieht oder diesen Kratzer, den sie bei ihm verarzten muss, wobei Kyle Reese im Original wirklich verletzt war und unser Kerl so einen kleinen Kratzer da am Oberarm hat, den man wirklich ganz, ganz dringend verbinden muss. Und während dann die erotische Spannung langsam zu knistern beginnt und sich die beiden küssen, flattern tatsächlich drei weiße Blütenblätter durchs Bild. Wow! Und während der Sexszene ist auch sehr spannend, wir sehen nämlich zwischendurch immer Aufnahmen von Wasser. Zuerst etwas Tau auf einem Blatt, dann ein Fluss, übrigens dasselbe Stock-Footage-Shot, den man vorher schon verwendet hat, und danach sind die ganzen schon wieder angezogen. Wow, Symbolkraft, Wasser und was auch immer man damit aussagen wollte. Aber es ist kein Rip-Off, wirklich komplett ohne die Augenoperation, und das ist eine der besten Szenen aus Lady Terminator, man muss es gesehen haben, um es zu glauben, weil sie schneidet sich das Auge raus, übrigens das Rausschneiden des Auges könnte man fast sagen, ist dezent ein besserer Effekt, vielleicht sogar noch als bei James Cameron, bis jetzt, weil dann ploppt ihr das Auge raus, und wir kennen ja aus Terminator, wie das dann ins Waschbecken fällt, hier ploppt ein hellweißes, tennisballgroßes Auge in dieses Waschbecken. Aber nicht, dass man glaubt, man will diesen Effekt irgendwie verstecken. Nein, sie nimmt es noch raus, hält es unter den Wasserhahn und dadurch wird das Auge aus irgendeinem Grund repariert. Scheinbar, weil der Effekt mit dieser Kameralinse im Auge, den sich James Cameron leisten konnte, doch ein bisschen teuer war. Oder weil die Schauspielerin nicht die ganze Zeit mit Sonnenbrille herumgehen wollte, keine Ahnung. Kann sie sich dann dieses reparierte Auge, was so groß ist, noch einmal wieder zurückschieben und sieht damit wieder perfekt. Und nachdem uns das noch nicht genug direkt aus Terminator genommene Szenen waren, gibt's als nächstes wieder eine Autoverfolgung, diesmal aber noch besser als bei James Cameron. Ja, es geht noch besser als die Rohrbombe im Tankwagen. Mit Unterstützung von Polizei, Helikopter und Panzer. Yep. Sie schießen mit Raketen auf die Lady Terminator, die wird dann eben wie am Ende der Tankwagen-Szene in die Luft gesprengt, verbrennt, und ehrlich gesagt bin ich relativ gespannt, was der Film jetzt macht, weil als Endoskelett kann sie ja kaum auftauchen, aber dafür als Zombie, der Laser aus den Augen schießen kann.
Wow! Also ganz im Ernst, ich dachte nicht, dass der Film noch großartiger und genialer werden kann. Und ich dachte auch nicht, dass der Film noch unterhaltsamer werden kann als James Camerons Terminator. Aber dann Zombie, der Laser aus den Augen schießen kann. Wie geil ist das denn? Und nachdem der Laser-Zombie dann den Helikopter vernichtet hat und aus irgendeinem Grund einige andere Leute mit diesen Laseraugen erschossen hat, aber nicht die Leute, die man normal treffen wollte, so wie Erica, der ja das eigentliche Ziel dieser Mission ist, da geht sie nämlich einfach nur hin und prügelt auf den Polizisten und auf Erica ein, sinnvoll. Und die ganze Kampfszene zwischen diesen drei Leuten ist absolut großartig. Vor allem liebe ich diesen Teil, wo Erica einfach dem laserschießenden Zombie hinten auf den Rücken springt und so auf sie einprügelt. Grandios. Aber dann erinnert sich ja Erica noch dran, dass sie diesen Anti-Südsee-Königin-Schlangendolch eingesteckt hat, rammt in der Südsee-Königin hinein, die verschwindet und damit ist der Spuk mehr oder weniger sofort zu Ende. Und auch Lady Terminator, wie es sich für den 80 Minuten B-Action oder F-Action-Film handelt, wie es sich dafür gehört, auch der ist damit quasi sofort zu Ende. Lady Terminator ist wirklich eines der genialsten Stücke von Rip-Off-Sploitation-Kino, die ich jemals gesehen habe. Der Film ist größtmöglich unterhaltsam, allein diese Kombination mit dieser alten, was weiß ich, Legende rund um die Südseekönigin, das gepaart mit James Camerons Terminator, allein das sorgt schon für Lacher, die ganzen Sets sind großartig billig gemacht, aber was den Film wirklich zu derartigen, unterhaltsamen, fast Meisterwerk des trashigen Filmvergnügens macht, ist, wie und welche Szenen sich der Film aus Terminator borgt und wie er die in seine eigene Geschichte bringt. Der Lady Terminator agiert eigentlich noch brutaler als Arnold Schwarzenegger. Der Film hat einige relativ harte Szenen zu bieten, vor allem die Szene auf der Polizeistation ist wirklich intensiv inszeniert und vor allem fürs männliche Zielpublikum des Films exorbitant schmerzhaft. Zum Schluss ein laserschießender Zombie gegen Helikopter und Panzer. Was man sich hier alles hat einfallen lassen, ist, muss ich zugeben, fast unbeschreiblich. Lady Terminator ist ein Film, den jeder Trash-Fan unbedingt gesehen haben muss. Eine Kreativitätsüberdosis im Rahmen der Rip-Off-Sploitation und ganz ehrlich, die findet man dort relativ selten. Ein hochgradig unterhaltsamer Film mit fast Lachsalven-Garantie und für einen Videoabend mit anderen Trash-Freunden kann man sich ehrlich gesagt nichts Unterhaltsameres vorstellen als einen Streifen wie Lady Terminator.